across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Again, bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Hallo und herzlich willkommen zu Elden Ring. Das hatte ich mal vor, keine Ahnung wie viel, Wochen, Monaten gestreamt. Und sagte da auch, dass ich das mal gerne einfach so bringen würde, ne, weil das schon ein geiles Spiel ist. Und jetzt da unser DLC endlich angekündigt wurde, nach 2 Jahren. Ja, ich weiß es. Ich wollte nur nachgucken, was die Klasse hier so kann, weil ich habe noch nie Samurai gespielt. Dachte ich mir, komm, spielst das Spiel nochmal durch. Ja. Ah. Also ein bisschen kenne ich noch vom Spiel. Ich weiß zum Beispiel, dass hier, ne, der Typ hier kommt. Aber, ach Mann. Gar keinen Bock auf den. Der ist halt. Ich brauche halt auch keine Pfeile bei dem verschwenden, weil der wird mich so und so machen. Guck, wie viel Schaden ich dem mache. Und ich habe keine Heilung. Nope. Okay, bin tot. Nice. Ah, okay. So geht's auch.
Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Und wie ich den Elden Ring finden werde. Oh yeah. Nice. Habe Heilung bekommen und Mana. Jetzt müssen wir einmal hier schnell durchs Tutorial-Gebiet. Hier wird das Spiel einmal erklärt. Ja, kriegen wir einmal kurz Damage. Hier können wir uns heilen. Haben insgesamt 3 Heilflaschen. Das sind noch 2. Jupp, ich weiß. Das sind so Checkpoints. Wenn ich meine Flasche wieder auffüllen möchte, setze ich mich einfach daran. Aber das machen wir mal nicht, weil, ja. Wie gesagt, brauche ich nicht. So, ja. Warum meine Combo? Hat auch meine Combo gespürt. Warum zeigt ihr eigentlich Maussteuerung an? Ich spiele mit Controller. Kein Mensch spielt dieses Spiel mit Maustastatur. Keiner. Mit F springen. Jo. Imagine, du springst auch mit F. Aber die Kamera ist ein bisschen langsam. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ist einfach nur durchrennen. Also du kannst halt so spielen, wie er spielen möchte. Na? Muss man auch etwas vorsichtig sein. Du kannst hier sehr schnell sterben auch. Ah, den muss ich nicht töten. Wie gesagt, die Punkte brauche ich halt noch nicht so krass. Ich hätte auch mein Talent machen können. Ja komm, wir ducken uns hier mal ganz kurz für einen Sneak-Attacker. Macht halt immer mehr Schaden. Hier können wir halt auch lang sneaken. Machen wir mal nicht. So, moin. Boah, war das geplant. Bin gespannt, wie lange wir mit dem... Okay, reicht. Wie lange wir mit diesem Schwert hier unterwegs sind. Guck mal, hier ist auch schon der erste Boss. Diese Blutleichen unten hier zeigen verstorbene Spieler. What? Okay. Also das ist halt der erste offizielle Boss, ne? Der davor, der zählt halt nicht. Bei dem muss man nämlich sterben. Und der ist halt, ja, halt ein Tutorial. Hier waren doch irgendwo, okay, nicht da. Dann meine ich wohl das. Ja. Ein Emote, juhu! Das hier unten sind Spielernachrichten, das haben Online-Spieler hingeschrieben. Ich habe auch schon unendlich hier verfasst. Ach, da hinten ist ein Item. Scheiße. Ja gut, das haben wir verpasst. Egal. Wir können noch irgendwann zurückkommen. Oh, das mache ich mal auf. So. Das Ding ist, ich könnte hier runter. Ich könnte hier durch, weil ich halt am Anfang ein Item gewählt habe, was mich da runter schickt, am so einen Steinschwertschlüssel. Könnte ich beide hier einfügen und dann runtergehen, aber ich würde sagen, wir behalten die halt. Ne? Online spielen wir auch erstmal nicht. Wir gehen erstmal solo an das Spiel ran. Ich
Ich muss auch gucken, man kann halt viel Hilfe holen in dem Game. Von so NPC-Geistern. Mal gucken, ob ich das mache. Weil letztes Mal beim ersten Playthrough habe ich es gemacht. Vielleicht machen wir es diesmal komplett anders. Mal gucken. Geil. Ah, ist das schön hier zu sein. Ich hoffe nur, das klappt mit den... Ha. Ja. Wir machen mal ganz kurz was. Und mit machen meine ich einmal kurz Grafikeinstellungen ändern. Weil das Spiel wird noch relativ intens. Shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Hey. Without guidance, without the strength. Okay, ja gut. Also wenn ihr, ganz kurz, wenn ihr die Story mitkriegen möchtet. Nein. Ich kenne die Story. Ich kann nicht alle Dialoge ein zweites Mal anhören. Weil ich das erste Mal, natürlich hört man das erste Mal einmal alle an. Aber die NPCs labern halt echt viel. Da ein zweites Mal. Nope. Höre ich den nicht zu, vor allem ihm nicht. Ihn mag ich nicht, deswegen. Kann ich hier schon flashen? Habe ich eine? Ich wollte sagen. Wo habe ich denn die Option? So, und zwar entfernen wir meine Mana-Flaschen, weil. Pff, Mana, Schmana, wer spielt mit Mana? Und. Da ist auch schon der nächste Boss, den wir mal nicht machen, weil der uns hart wegrackt und ich gut Punkte habe, darum würde ich mal sagen, wir gehen einfach woanders hin. Weil das Spiel sagt uns jetzt einfach, ja, ne, du musst irgendwann da oben hin, wann du es machst, ist uns so egal. Ja, hier ist halt auch die Map. Sehen wir ungefähr, okay, ja. In die Richtung müssen wir. Aber wie gesagt, wir können uns ja langsam. Wir können ja an ihn vorbei hier. Wir können uns ja hier rumschleichen. Weil ich hier Sneak 100 einfach. Hopp. Easy. Ja, zu dem kommen wir aber noch. Obwohl ich Bock hätte, ihn einmal zu versuchen, der wird mich halt easy wegwrecken. Darum, wir versuchen es erst gar nicht. Was lag ich hier nochmal? Ja, genau, ich weiß Bescheid. Ah, das ist der Typ. Das ist ein Händler. Ja, komm. Das können wir uns einmal gönnen. Und eine Fackel gönnen wir uns auch direkt, wie wir schon hier sind. So. Dann drücken wir noch ein paar Infos aus dem raus. Wir könnten jetzt sogar Sachen craften. So. Darum wollte ich das kaufen. Und eine Fackel, falls wir in Gebiete kommen, die relativ dunkel sind. Da. Wir sind gut vorbereitet. Oh Mann. Ich hoffe, dass... Wie gesagt, ich habe noch nie mit einem Samurai gespielt. Ich weiß, dass wir aber auf Geschwindigkeits... schnelle Waffen gehen. Was ich auch gut finde. Schnelle Waffen sind halt... schon geil. Okay, ich spüre gerade... Ne? Okay. Ich dachte, mein PC packt das easy, das Game. Schade. Ist das Spiel doch aufwendiger, als ich dachte. Ich spiele halt auch schon auf maximalen Grafikeinstellungen. Also alles hochgeschraubt wie sonst was. Aber ich dachte, Raytracing ist auch noch drin. Schade. Dann halt nicht. Du.
Gut. Da Benny. So. Und da komme ich auch aus einem bestimmten Grund hierher. Hier ist, liegt nämlich die Karte, das weiß ich noch. Und ein Checkpoint. Okay, ja. I take it. Holen wir das dann kurz zuerst. Moin. Aber ich würde mich noch nicht hier hinsetzen. So, wir können ja einmal hier langsam uns hier einmal durcharbeiten. Durch dieses Lager. Komm. Er hat nicht getroffen, wirklich. Bro, du hast eine Aufgabe gehabt. Hier wird One Job. Damit hatte ich das Spiel das erste Mal durchgespielt. Guck mal, können wir ja gucken, was habe ich denn? Ich bin sehr geschickt, wenig Weisheit, glaube Arkan, gar kein Problem. Ich werde nur auf Kondition, Kraft, Stärke und Geschick gehen. 15 Geschick, also 15 Geschick ist nicht schlecht. Ich brauche 16 Stärke aber für diese Waffe hier. Hm. Okay. Warum gehe ich darüber? Das ist die Frage. Wir müssen uns halt irgendwann für eine Waffe entscheiden, die wir dann auch hochleveln und alles. Und halt als Main-Waffe rumcarryen. Ich muss kurz gucken. Oh mein Gott, die lesen. Okay, ich behalte erstmal die Waffe hier. Weil die hat den Effekt, dass Leute irgendwann anfangen zu bluten. Und bluten ist halt so stark. Oh mein Gott, was? 18 Geschick. Hat aber mehr Bluten als meine Waffe. Ha. Und bei Blutwaffen kommt es eigentlich nur auf den Statuseffekt an. Das. Das heißt, ich würde eher einen Pflegel benutzen. Also Zeit. So, der kann eklig sein. Kurz looten. Ah, ich hab Rüstung bekommen. Geil. Und eine Waffe. Ja, Waffen brauche ich nicht. Und Knochen. Geil. So, ich habe Angst vor dem letzten Gegner. Voll fetten Typen, der da patrouilliert. Ja. Was habe ich denn noch bekommen? Das hier, das hat aber nichts. Geil. Ein X an den Waffen heißt, ich kann die noch nicht benutzen, die Waffen. Wenn mir die Attribute fehlen. Ach, wollen wir versuchen, ne? Let's try it. Normalerweise hasse ich diesen Gegner. Man sieht doch gleich warum. Uah. Komm, happy Bro. Ah, das ist hier so ein Special Move. Wenn ich den hier mache, kann ich einen schweren Schlag, also R1 oder R2 drücken. Oder mache ich halt besondere Angriffe. Aua. Easy. Oh nein. Maul. Jetzt kommen alle. Alle restlichen, die ich nicht getötet habe. Sind nur noch die beiden, okay. Au, au. Okay. Nice. War einfacher als ich dachte. Ich meine, ja klar, das Spiel habe ich schon durchgespielt. Einmal. Nee, zweimal. Auch mit den stärksten Waffen überhaupt, die es im Game gibt. Ich hatte gefühlt alles. Wieder aufheben, danke. So, we're back.
musste kurz, wurde abgelenkt, könnte man sagen. Stark. Warte. Ich muss auch meine Kopfhörer anziehen. Ich wollte gerade sagen, hab keinen Ton. Ton ist weg. So. Mann. Einfach verwirrt. Ich glaube auch hier irgendwo kriegen wir unser... Ich rede mal nicht mehr. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maiden? They serve the two, but you, I am afraid, are maidenless. Genau, das soll ich hören. Also quasi, ich bring sie zum Baum. Das kommt gleich. Und sie levelt mich. Ein Level. Ja, gehen wir mal direkt. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei der Waffe. Und sorgen erstmal dafür, dass das hier auf 15 kommt. Kondition ist unsere Ausdauer. Desto öfter wir es leveln, desto höher ist unsere Ausdauer. Ja. So. Jetzt haben wir auch ein Reittier. Nice. Können halt schneller durch die ganze, weil die Map ist riesig, wirklich. Die Map ist auch zu groß gefühlt für so ein Spiel. Okay, ich denke gerade nach. Also wir sind deutlich zu underleveled, um hoch zu rennen. Deutlich. Darum lassen wir uns noch die Map öffnen und hier rechts erstmal erkunden. Wir können ja die Straße hier folgen. Einfach hier der Straße lang gehen. Aber gucken, was gibt's denn noch so? Ja, weil es gibt. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja nicht nur diesen einen fetten Baum, es gibt auch die kleinen Bäume. Leider weiß ich schon, wer mit mir hier redet. Ups, stark von mir. Hallo Affe. Oh yes, some clawed turn. You were just. Thank you. I was pushing. I ended up. Bock. Nice. Oh, when they. And so this is my hope. Or I could. They're not. Right. Aber so oft reden müssen mit NPCs, bis sie aufhören. Oder sich wiederholen. So, haben wir das auch geklärt. Wrecken wir noch ganz kurz die weg. Oh oh. Ja, da hinten ist ein Boss. Auch kein schwacher. Käfer muss ich eigentlich nicht töten, die geben mir halt nur so Kriegsasche. Das sind halt, wie gesagt, Special Moves, die man machen kann mit einem Kampf. Oh. Aber oh, er hat mich fast gesehen. Mhm. Finde ich nicht geil. Ja toll, ich musste aber. Wir können wegrennen. Einfach abdüsen. Verfolgt er mich? Ja.
Ja, ich denke mal, er lässt doch gleich. Oh, oh. Wir schwinden mal. Oh, der hat abgelassen, sehr schön. What? Da schlagen die auch Alarm. Kuss. Oh, dich wollte ich nicht töten, aber okay. Der Arme. Da, guck mal, das sieht auch wie ein Checkpoint, wo man die erste Folge pausieren kann. Nach unserem Schwertduell hier. Barbar? Nein. Und das war sein Kriegsschrei. Doppel nein. Wenn er das macht, muss er sterben. Ja, und das hier unten sind, glaube ich, Pilze. Ja. Pilz. Nice. Oh, das Gebiet freue ich mich überhaupt gar nicht. Auf das da unten. Aber da müssen wir ja noch nicht hin. Ne? Können wir Late Game machen. Ja, geil. Dann danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.